Noch nicht zu Ende. Es kommt noch ein Update-Video. Ich habe mir ja noch so einen Luftreiniger gekauft aus dem Kleinanzeiger, weil die Filter billiger sind. Woche 21. Der Geruch ist einwandfrei. Aber dazu kommt noch, den baue ich noch auseinander, weil ich da natürlich reingucken will. Wie gesagt, die Filter für diesen und Philips sind mir zu teuer. Und das war ein Raucher vernünftig. Das sieht man auch an den Kleinanzeigen schon. Licht anmachen. Das sieht man dann schon am Rand. Wenn man bei den Kleinanzeigen guckt, das sieht man schon am Rand. Aber der ist jetzt schon gewaschen, ausgepustet. Der muss noch richtig trocknen, damit ich vernünftige Stromverbrauchsmessungen machen kann. Und der Luftreiniger hat ja auch noch zusätzlich einen Aktivkohlefilter. Also der Papierfilter, der Ulpa-Filter, der kostet 8 Euro und der Aktivkohlefilter kostet 10 Euro. Und wie gesagt, Raucherding, der hat vorne leicht geklebt. Den habe ich mit Silikon abgesprüht, ausgepinselt, heiß abgewaschen. Aber der kommt nicht mehr in einen Raumreiniger rein. Den habe ich jetzt in die Dunstabzugshaube reingebaut. Als Update für was ich heute gebastelt habe mit den Aktivkohlefilter. Und jetzt wird die Sache echt rund, ne? Nur ich drehe das rückwärts nicht, dass ich hier mit einer Hand irgendwie handeln muss. Also erstmal habe ich den zugemacht. Ja. Den nehme ich jetzt mal ab. Fast wie die Faust aufs Auge. Der ist jetzt noch ein bisschen nass. Ne? Also falls ihr... Naja, ich weiß jetzt nicht. Wen soll ich den Tipp geben? Keinen. Höchstens jemand, der seine Aktivkohlefilter regelmäßig wechselt an seinem Luftreiniger und sagt, ich verwurste meinen Aktivkohlefilter nochmal in der Dunstabzugshaube. Ich koche meistens sowieso hier immer, wenn ich brate, die bratigen Sache in der Ecke. Ja, so wird die Sache jetzt rund. Und ich rieche das auch. Das ist jetzt funktioniert das System. Und tschüss.